kann kein Thailändisch. Hä, woher kommt das? So, ihr wollt also kein Rassist mehr sein. Na, das finde ich eine gute Einstellung von euch. Da bin ich der richtige Ansprechpartner. Mit folgenden 5 Schritten wird das gar kein Problem sein. Schritt 1. Glaube keine Klischees. Sollen wir dann später Pizza essen gehen? Ja, können wir schon machen. Yay, ich freue mich. Obwohl, das geht ja gar nicht, weil beim Italiener gibt es ja gar keine Reisgerichte. Wie meinst du das? Na, wegen deiner Herkunft. Du isst doch nur Reis, oder? Was laberst du? So ein Scheiß. Ey, ist wirklich okay. Dann gehen wir halt zum Chinesen. Junge, bist du scheiße oder was? Was? Letztens war ich eine Woche lang bei Mike, weißt schon, in den Afrikaner aus dem 3. Stock. Wir haben die ganze Zeit nur Bananen gegessen. Kannst du dir vorstellen, was für ein Schiss das war? Ich hatte nur noch Flitzekacke, Mann. Klischees oder Vorurteile gehen gar nicht. Jedes Land hat verschiedene Menschen. Es gibt Amerikaner, die kein Bacon mögen, Russen, die kein Wodka mögen oder auch Bayer, die kein Bier mögen. Obwohl, nein, das gibt es nicht. Jetzt zapfe mir erstmal, Herr Heube. Das hieß gerade so viel wie, ich schenke mir jetzt eine halbe Bier ein. Schritt 2. Schmeiß nicht alles in dieselbe Schublade. Yo, kannst du mir einen Text übersetzen? Der Text ist thailändisch? Ja und? Hallo, ich kann kein thailändisch. Das ist doch alles dasselbe, Mann. Nein, ist es nicht. Warum denn? Ihr habt doch alle Schlitzaugen. Sag mal, bist du scheiße? Und ihr könnt alle Kung Fu. Hua, hua. Oh Mann. Ich habe mal gehört, dass Asiaten sagen, dass Europäer alle gleich aussehen. Allerdings sollte man niemals ein Volk in eine Schublade werfen, denn das ist auch rassistisch. Fuck yeah! Ha! So eine hässliche Brille hat man immer nicht gesehen. Schritt 3. Mach keine ausländerfeindlichen Witze. Hey, wie viel Chinesen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kenn ich schon. Okay, dann. Wie heißt der chinesische Verkehrsminister? Ja, kenn ich auch schon. Aber warte mal. Geht ein Schweizer, ein Österreicher und ein Bayer in... Stopp! Über Bayern macht man keine Witze! Was soll ich dazu noch sagen? Kommen wir lieber zu Schritt 4, oder? Jo. Denn dieser ist das Wählen. Und was wählst du diesmal? Die NPD. Langsam frage ich mich, warum ich wirklich noch mit dir abhänge. Was? Die verteilen momentan voll die tollen Kugelschreiber. Mann, Leute, macht's doch einfach so wie ich. Wählt einfach gar nichts. Okay, kleiner Spaß, das ist auch nicht richtig. Was für eine Handbewegung. Doch kommen wir nun lieber zur Erkenntnis. Rassismus findet in ganz vielen Ebenen statt. Und es ist auch ein ziemlich kompliziertes Thema. Aber das wär's gar nicht. Eigentlich wär's alles total einfach. Deswegen hier ein Grundsatz für euch. Wenn ihr an den haltet, ist alles okay. Einfach hier, auf geht's, Unge. Erklär's uns, wie es geht. Eines der wichtigsten Lebensmottos, die ich so habe, ist Leben und Leben lassen. Das bedeutet so viel wie, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, alle sind happy. Es könnte doch so einfach sein. Yo, danke an den lieben CEO, dass ich mal ein paar Einspieler mitmachen durfte. Falls ihr mehr von uns sehen wollt zusammen, kommt doch mal auf meinen Kanal. Dort haben wir heute ein neues Video hochgeladen, zusammen mit dem CEO. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Was geht ab, Leute? Checkt auf alle Fälle mal Tiens Kanal aus. Gleich hier verlinken. Sofort, jetzt sofort und verpasst auf keinen Fall den Livestream morgen. Um 18 Uhr geht's los. Bis um 0 Uhr plus irgendwann mal. Also auf keinen Fall verpassen. Wird echt awesome. Auf Juna auch. Link ist auch in der Beschreibung. Genauso wie Tiens Kanal. Klickt ihr auf mich, kommt ihr auf weitere Folgen von How to Be. Zum Beispiel How to Be a Missgeburt, How to Be a Hurensohn, How to Be a kleiner Lutscher. Alles ist dabei. Lustig, oder? So, ansonsten geht's weiter mit dem letzten Video. Das war mein Tag-Comments-Video. Darunter mein Zeitkanal und wiederum da. Und mein Gaming-Kanal. Verdammt, warum rede ich so schnell? Lasst eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar, was ich so als nächstes machen soll hier auf How to Be. Und einfach generell, wie das Video gefallen hat und so. Euren Senf ballert rein. Dann sehen wir uns am Mittwoch. Bis dann noch viel Spaß auf YouTube und in der Zeit. Mikro-Action. Juhu. Oh Gott, war zu laut, oder? Ja.